WI, was ist das eigentlich? Der wichtigste Einsatzbereich von Wirtschaftsingenieuren ist es, Wirtschaft und Technik zu verknüpfen. Daher lernst du aus beiden Bereichen etwas. Wirtschaft. In diesem Teil der Ausbildung erfährst du, wie du dein Unternehmen organisierst und planst, welche Strategien für dich die richtigen sind, was du alles investieren musst und wie du das am besten finanzieren kannst. Weiters lernst du über Marketing, wie man seine Produkte bewirbt, damit sie auch jemand kauft. Im Fach Wirtschaftsrecht werden die rechtlichen Grundlagen, die es in der Wirtschaft gibt, vermittelt. Das zu wissen ist sehr wichtig, wenn du einmal selbst ein Unternehmen gründest. In der dritten Klasse gründest du eine Junior Company und hast die Möglichkeit, deine Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Zusatzausbildungen sind SAP und Prozessmanagement. SAP ist ein sehr weit verbreitetes Programm zur Verwaltung der Vorgänge in einem Unternehmen, wie die Lagerhaltung oder die Finanzen. Am Ende der Ausbildung kannst du dazu auch ein Zertifikat erlangen. Prozessmanagement. In jedem Unternehmen gibt es Prozesse. Du lernst, wie man diese effizienter gestalten und verbessern kann. Am Ende der 5. Klasse hast du auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Prüfung abzulegen, wodurch du Junior Process Manager wirst. Technik. Jedes Produkt muss zunächst entwickelt werden. Dies beginnt mit der Wahl des geeigneten Werkstoffs im Hinblick auf Statik, Festigkeit und Thermodynamik. Wir zeigen dir, wie du richtig konstruierst, welche Steuerungen und Elektronik wichtig sind, damit alles funktioniert. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Automatisierungstechnik, in der du vieles über Maschinen und Geräte sowie Sensoren und Antriebe kennenlernst. Diese technischen Grundlagen werden dich in der Praxis als Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsingenieurin auszeichnen. Unsere Ausbildung kombiniert Wirtschaft und Technik. Zusätzlich kannst du zwischen den beiden Schwerpunkten Logistik und Informatik wählen. Logistik. In diesem Bereich lernst du, was du alles brauchst, damit die Produkte, die du täglich verwendest, von der Fabrik in das Geschäft kommen. Also wie etwa transportieren, lagern, umschlagen, sortieren, verpacken und verteilen von Waren funktioniert. Weitere Schwerpunkte dieser Abteilung sind Qualitäts- und Prozessmanagement sowie Recycling und Energietechnik. Außerdem lernst du auch die Grundlagen der mechanischen Technologie und der Informatik. Informatik. Du lernst die Grundlagen der IT- und Softwareentwicklung kennen und wirst unter anderem selbst Spiele programmieren oder Websites designen können. Weiters wird ein großer Fokus auf Unternehmensnetzwerke und Unternehmens-IT gelegt. Ab dem dritten Jahrgang gibt es einen zusätzlichen Modulunterricht, wo aus bestimmten Bereichen gewählt wird. Folgende Module werden angeboten: Cloud Computing, Big Data, IT Security, Internet of Things, Logistics Simulation, Robotics und 3D Modeling.